Was bisher geschah? I didn't expect you to be sensitive about that. Hey, I'm just tired of them stealing the spotlight from people with actual disabilities. I break ribs if I sneeze too hard. Being able to move crap with your mind is not a handicap. Und so geht's weiter. No sign of survivors. Come on, we need to find the dig site. Ui. Das sieht so. This was a beautiful colony once. It survived, Saren. It can survive this. They rebuilt Mendoir. It wasn't the same. It never is. Aber es sieht trotzdem sehr friedlich aus hier. Was zur Hölle ist das denn? Okay. Einfach aufeinander gestapelt. Ich finde die Art, wie Kolonisten leben übrigens, in diesen komischen Containern, sehr interessant. Ich frage mich, warum hier nicht einfach normale Häuser gebaut worden sind, wie es typisch wäre für unsere Architektur. Aber na gut, vielleicht ist es auch einfach so in der Zukunft und auf der Erde sieht auch alles so aus. Wer weiß. Schön ist, dass wir sehr viele Credits finden zwischendurch. Da sage ich nicht nein zu. Wieso habe ich das jetzt gerade gemacht? Ich brauche doch gar kein Medikit. Idiot! Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essenrationen erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn Sie diese Familien wüssten, dass Sie Ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, würden Sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Alter. Shepard, this Cerberus data could help the Colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Alter, das ist ja richtig mies. Oh Gott. Ich weiß nicht, aber irgendwie digitiert hier Cerberus zum absoluten Böse. Bösem. Böse. Sie sind böse. Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. So, Liara, ever dug up, what do humans call it? A dinosaur? No, dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... Oh, you were joking. A bit, but at least you're catching on these days. Oh, Liara. Mach dich nicht über sie lustig. Sie ist da sehr ernst. There. That's the elevator that leads down into the dig site. Ich komme hier noch nicht weiter. Okay, ja, dann wollen wir mal runtergehen und uns da umsehen. Goddess, that doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... A Prothean? Like the collectors, or those bodies we found back on Ilos? Like the bodies we found back on Ilos. But this one is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. Ja, das interessiert mich schon, aber ich habe auch ein bisschen Bedenken, weil nie ist das der einzige lebende Proteaner dann und dann wissen wir gar nicht, wie der drauf ist und vielleicht, der ist auch wahrscheinlich total verwirrt und aber egal, ist natürlich kein Grund, ihn da drin zu lassen. Wir werden ihn uns näher ansehen und ihn in die Freiheit entlassen. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean Cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Hmm. Galactic community? You'd think they had something like a council? Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. Okay, das klingt sehr positiv. Mir kam gerade der Gedanke, der Typ ist in dieser komischen Stase,
wie soll man es nennen, dieser Stasekapsel, nenne ich es jetzt mal, liegt da seit 50.000 Jahren rum, hofft auf ein Erwachen zu einer besseren Zeit, wo kein Krieg mehr ist. Und wir wecken ihn genau dann, wenn die Reaper zum zweiten Mal angreifen. Das ist doch sehr nett von uns. Das, boah, hat der ein Pech, der junge Mann oder die junge Frau? Ich weiß ja noch nicht, ob es da überhaupt einen Unterschied gab. Wir werden sehen. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Denn ist ja gut, dass sie da ist, genau. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. There they are. Toll. Sehr timing. Geh weg. Ich hasse diese Sniper-Viecher. Die Dinger sind Nemesis und ich hasse Nemesis. Ich, boah, ich glaube, du hast einen harten Aufprall. Ich sollte vielleicht mal, ja. Alright, let's get moving before more of them come back. Das war's schon? Drei Leute? Na, das glaube ich aber kaum. Ich würde mich hier gerne umsehen. Das sieht, irgendwie aus wie so eine kleine, Na. Ah, oh, ja, für Pflanzen. Sieht irgendwie sieht das sehr beruhigend aus. Was? Ich habe irgendwas gehört. Was sind das hier? Sanctuary, okay. Da hat's wohl jemand nicht überlebt. Ich kann hier nichts weitermachen? Nein, sorry. Okay. Sehr gut. Ah, nee. Nein! Oh mein Gott. War das schlecht. Ich schäme mich gleich in den Boden. Ich sehe dich trotzdem. Dieses Kopf wegfetzen ist einfach so krass. Kannst du sagen, was du willst. Ich sehe rein gar nichts. Wie schön. Ah! Noch mehr? Schrei doch nicht, ich bin doch da. Oh, der Arme. Oh, wie schön. Das sind die Apartments hier, kann das sein? Mit so viel Glas um mich herum würde ich mich irgendwie nicht sehr privat fühlen, muss ich gestehen. Oh, oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Ich glaube, das war's schon wieder an dieser Stelle. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Okay, hier? Da gehe ich gleich lang. Moment. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier noch ein bisschen mehr finden. Aber irgendwie ist hier recht mau. Okay, speichern wir? Okay. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, a million strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming empire. Okay.
I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharos, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video and the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Okay, ich glaube, das war eine Szene in Ilos. Victory haben wir selber kennengelernt, die komische VI. Komische VI ist auch nett. Der hat uns ja so ziemlich alles erklärt, was er erklären konnte. Aber wir haben das Bild damals nicht gesehen. Und aha, so sehen also die Proteaner aus, wenn sie keine Kollektoren sind. Die sehen nicht schön. Schick sehen sie aus. Ein bisschen wie Käfer. Aber irgendwie sieht auch alles ein bisschen wie Käfer aus. Das ist echt schön hier. Okay. Kann ich hier rein? Darf ich was mitnehmen? Halleluja, okay. Sorry. They were gunned down while having drinks and watching the game. This isn't a military stronghold, it's somebody's home. We didn't kill these people, and we're going to shut down the bastards who did. Aber ganz ehrlich, wenn die sich ein Spiel angucken, wieso tragen die alle Helme? Das verstehe ich nicht. Und so eine komplette Ausrüstung. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn man sich zusammensetzt für ein paar Drinks und ein Spiel. Will ich jetzt mal behaupten. Und die hat nicht wirklich Privatsphäre, oder? Ich meine, die teilen sich da Doppelbetten in einem Zimmer. Hier steht noch ein riesiges Bett. Also leben würde ich hier nicht so gerne wollen, wenn ich die Wahl hätte. Denn doch lieber... Oh, sorry. Ich trampe nicht über dich. Ich gucke mich hier nur um. Hey, Spare. Ich darf auch nicht überall speichern. Das finde ich schade. Ich speichere so gerne. Oh! Warte. Viel Spaß mit deiner eigenen Scheißgeschütz. Mit der Sabotage, ehrlich gesagt, gefällt mir mit den Geschützen. Das ist sehr witzig. Das ist sehr praktisch. Bei dem machen die sich gegenseitig kaputt. Ich muss keine Munition verwenden. Und dann kann ich am Ende einmal so machen. Und das Ding ist kaputt. Wie geil ist das denn? Okay. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. V? Die übrigen Kapseldaten finden. Wie nett. Ich bin so gut im Finden. Ich könnte Detektiv werden. Kann ich da durch? Nee, kann ich nicht. Hätte ich wissen können. Und habe es trotzdem nicht getan. Flieg! Wo ist Gary schon wieder? Sag mal, verpisst er sich immer irgendwo? Der ist ja nie da. Hallo, Garrus. Irgendwie kannst du mir auch gerne mal zur Hilfe eilen. Lyra steht immer hinter mir und er irgendwie nicht. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Wir gucken uns das sofort an. Ich will mich hier nur mal drin umsehen, wegen, du weißt schon, Waffen und so ein Scheiß. Falls hier noch was rumliegt. Ja, nicht Shepard. Ganz normal laufen. Das, was du am besten kannst. Was ist das denn? Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unseren Quellen in der Widerstandsbewegung von ihm Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 22 und 23 Uhr wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Sie ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen. Eine perfekte Gelegenheit für uns, ihre Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen sie Dr. William Cambiata entkommen und fallen ein paar Schüsse knapp daneben, damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner in ihm einen tollkühnen Helden, weil er als einziger der Cerberus-Falle entkommen ist. Vielleicht ernennen sie ihn sogar zum Anführer. Ah, okay. Also im Prinzip helfen wir gerade den Widerstandskämpfern, sich gegen Cerberus aufzulehnen. Und dafür dienen die ganzen Informationen. Ich wette, Lyra geht gerade innerlich einer ab, wenn sie hier so rumläuft. Also mir als Forscherin in dem Fachgebiet würde da definitiv ein abgehen. So, da drin ist nichts. Und von da oben kommen wir, glaube ich, oder? Oh, was ist denn hier? Liegt hier was versteckt? Ich sehe alles. Ach, hier kann man rein. Warte. Kann ich da hoch? Nicht? Kann ich da hoch? Wie gemein ist das denn? Ach Mann, schade. Ich dachte, ich kann da reinklettern. Total sneaky. Habe ich hier auf der Seite... Sorry, das ist jetzt... Ah, da sind wir reingegangen. Dann war ich hier auf jeden Fall noch nicht. Und die Credits brauche ich, weil ich spare ja auf die Black Widow oder was auch immer wir uns da kaufen können.
Truppeneinsatzupdate. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden, setzen Sie die Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu bewahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Perfekt. This intel will give Eden Prime's resistance movement a real chance to push Cerberus out. Auf jeden Fall. Das war ziemlich gut zu wissen. Alter, was eine Aussicht. Okay. Sehr abstrakte Kunst, die hier überall rumliegt. Oder sollte das eigentlich mein Bildschirm sein? Nein, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das ein Bild. Okay, dann sind wir soweit hier fertig. Und ich glaube, dann können wir auch in dieses Forschungslabor, was Lyra gerade meinte. Ich durfte speichern. Okay. Da oben, was ist das da oben eigentlich? Kann ich da hoch? Ich kann die Leiter hoch. Wo geht's denn hier lang? Kann ich da rein? Und ich kann ich hier auch hoch? Das sieht so aus, als ob man da immer so hochklettern könnte. Aber nein, ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Nein, nein, nein. Okay, schade. Kann ich hier einfach runterfliegen oder gibt es falsch an? Nein, ich darf nicht. Dann jump mal runter. Gut, dann gehen wir da jetzt rein. Schön, keine Hecken mehr. Wie geil ist das denn? Hallo? Ich bin aus der Nachbarschaft. Ich bin hier, um einen Kuchen abzugeben. Ah, wie schön. Okay. Hier haben wir wieder Munition und ich schätze mal der nächste Hinweis. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Third of our people. Alert! Broadside bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. Yes. Excellent. Then we have everything we need to open the pod. Irgendwie nicht. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass die... Oh. Shit.